Hallo da draußen, hier ist der einsame Wanderer. Das Ende ist nah. Rechtsextreme kapern Bauernproteste. Oh mein Gott, was muss ich euch berichten? Es wird vielleicht ein bisschen satirisch, Vorsicht. Um Gottes Willen. In Dresden und Cottbus mischen sich AfD-Anhänger unter die Bauern. Ja, sind das jetzt schon Rechtsextreme? Der normale AfD-Wähler, der 40% im Osten hat ungefähr? Fragen über Fragen, aber gucken wir mal hier. Volksvertreter, nein, wie gemein. Da ist jemand, der sich beschwert darüber, dass die Regierung falsch handelt. Kein Krieg. Das ist ein rechtsextremes Gezuppel da. Wie können die keinen Krieg fordern? Das sind ja Putin-Versteher. Unglaublich, ja. Und die Ampel muss weg. Nee. Ist ja unfassbar, der Mob hier. Wie sagte hier SPD-Qualle, wie ist er doch gleich? Hier aus Niedersachsen, der auch nie was hingekriegt hat. Ich komme gerade nicht drauf. Na, ihr wisst schon, Qualle. Der hat ja gesagt, das ist Mob und den muss man wegsperren. Das ist hier natürlich genauso. Gehen wir mal direkt rein in diese schrecklichen Neuerungen, die wir hier sehen. Ich bin ganz schockiert. Mal gucken, wie es euch geht. Mega-Blockade in Brandenburg. Landwirte machten am Montagmorgen die Zufahrten zu zwei Städten dicht. Cottbus und Brandenburg an der Havel. Die Polizei meldet um 9 Uhr, nichts mehr geht. An beiden Orten sei das Stadtgebiet nicht mehr erreichbar. Gegen Mittag nahmen jedoch immer mehr Rechtsextreme die Proteste der Landwirte. Auffällig in Cottbus. Hier wurde der Bauernprotest offensichtlich von der AfD gekapert. In der Lausitz-Metropole und im umgebenden Landkreis liegt sie bei 40%. Die rechtsextreme Partei rief zur Teilnahme am Autokorso von Bauern Mittel- und Mittelstandsinitiative auf. Also es ist jetzt offensichtlich so, dass jetzt automatisiert AfD auch rechtsextrem ist. Also das heißt, wir haben 40% Rechtsextreme. Aha. Und kapern finde ich immer interessant. Kapern ist ja so, kapern ist ja eigentlich so von Piraten. Du gehst hin, übernimmst das Schiff, tötest die Besatzung und behältst es. Oder, ja, oder raubst sie aus und fährst wieder weg. Hier ist es ja eher so, sie unterstützen die Landwirte. Ich finde kapern hier ein sehr falsches Wort. Im Gegenteil, sie wollen den Landwirten ja helfen, auch wenn das vielleicht von den, den Organisationen oder hier den, ich sag mal, den, wie sag ich das auf die nette Art und Weise, den Vertretern sozusagen, der Spitze der Landwirte sozusagen, die mit der Politik kuschelt, vielleicht nicht so gefällt, aber trotzdem ist es ja erstmal kein Kapern, es ist ein Helfen. Und dass die Sachen, die die Landwirte sagen, die Ampel muss weg und solche Sachen und dass das hier auch wirtschaftlich nicht gut ist, nicht nur für die Landwirte, dass das von anderen als richtig anerkannt wird, ist ja okay eigentlich, ne? Tja, Folge zahlreicher AfD-Anhänger fahren seit 1930 zusammen mit den Treckern durch die völlig blockierte Innenstadt. Das ist ja unfassbar. Wir gehen von 1400 Fahrzeugen aus, sagte Polizeisprecherin Ines Filon zu Bild. Und das ist natürlich wieder bewusst so geschrieben, dass du nicht weißt, sind es 1400 insgesamt oder 1400 AfD-Fahrzeuge. Ich glaube, das ist absichtlich so gehalten. Ich gehe davon aus, es sind 1400 insgesamt. Merke also, wenn dich die Leute der falschen Partei unterstützen, ist es kapern. Faszinierend. Am Abend soll außerdem eine AfD-Demo auf dem Cottbusser Altmarkt stattfinden. Nein! Die gehen demonstrieren, die Schweine. Das gibt's doch gar nicht. Die können dies nur wagen in der Demokratie. Unfassbar. Organisiert hat sie laut Verfassungsschutz der gesichert rechtsextreme Cottbusser Parteichef Jean-Paul Pascal Hohm. Das Rechtsextrem ist relativ inflationär, das werdet ihr hier noch sehen später, das kommt ständig vor. Also man haut hier richtig drauf von der Bild-Zeitung her. Das ist ja wirklich peinlich. Wir sehen wieder diese gleichgeschaltete Presse. Und die Bild-Zeitung, die immerhin bei Corona noch einen guten Job gemacht hat zum Teil, ist wieder voll auf Linie. Tja, also hat ihn nicht so gut getan, dass der Reichelt weg ist, würde ich sagen. Gut, also von daher, ja, irgendwie alles rechts, ne? Das, wo das noch herkommt und wer das bestimmt und dass der Verfassungsschutz möglicherweise ein williger Helfer sozusagen des Staates ist und als Oppositionsunterdrückung dient. Das ist ja eine rechtsextreme Verschwörungstheorie, sowas zu sagen, das kann ja gar nicht sein. Unser Staat will unser Bestes. Ich würde nie was anderes behaupten. Besonders extrem ist es um die Mittagszeit in Dresden. Hier haben die rechtsextremen Freien Sachsen die Bauernproteste gekapert. Ich war mal vor einiger Zeit auf der Seite der Sachsen, vor ein oder zwei Jahren. Die hatten ganz normale Forderungen. Also ich fand es nicht rechtsextrem. Andererseits bin ich ja wahrscheinlich auch rechtsextrem und merke es gar nicht, weißt du? Also das hat diese
Problematik der fehlenden Selbstreflexion. Ich bin voll rechtsextrem, aber ich sehe mich halt gar nicht so. Also ich begreife das gar nicht, wie schlimm ich bin. Und dann verstehe ich das natürlich nicht. Ja, ist ein Problem, weiß ich. Vielleicht könnt ihr mir dann bei der Therapie ein bisschen helfen, was in die Kommentare schreiben. Ich weiß auch nicht. Also auf jeden Fall, die Rechtsextremen in Freien Sachsen haben die Bauernproteste gekapert. Da ist es schon wieder. Wird gekapert jetzt so ein neues Wort wie krude Thesen? Frage ich mich seit Sarrazin. Seit 12 Uhr versammeln sich die Menschen zu einer Großdemo, nicht zu fassen. Wie können die es wagen, diese Rechtsextremen zu demonstrieren? Nur weil das in der Demokratie erlaubt ist. Wie Bild aus Sicherheitskreisen erfuhr, schätzt man ein, dass den Leuten mittlerweile egal ist, wer die Demo organisiert. Woran könnte das liegen? Vielleicht, dass man unfassbar unzufrieden mit der Regierung ist und es eigentlich egal ist, Hauptsache der Protest kommt auf die Straße? Könnte es vielleicht daran liegen? Wir sind das Volk. Nee. Wir wissen, dass es kein Volk gibt. Das sagt doch der Habeck immer. Gibt kein Volk, ja? Wie können die das sagen? Und die Zeit wird kommen, dass Gerichtsverfahren für diese Volksverräter, dass es die gibt. Ja. Ich warte seit Corona auf Gerichtsverfahren. Ist das jetzt rechtsextrem? Finde ich nicht. Im Vordergrund eine nicht verbotene, häufig von Rechtsextremen genutzte Reichsflagge. Entschuldigung, ist das nicht Kaiserreich? Ich meine, ich glaube, es ist noch nicht verboten, weil das Kaiserreich war ja nicht Nazi und auch nicht Hitler. Das ist ja eine historische Epoche. Ich meine, kann man vielleicht machen, aber ist irgendwie auch rechtsextrem, ist klar. Also, weil es ja Bezug zur Vergangenheit und Kultur und das geht natürlich nicht. Kennen wir ja, ne? Kultur ist irgendwie Bäbä. Ich erinnere daran gern nochmal, wer sagt, Deutschland hat was mit Kultur und Sprache zu tun? Nochmal, ganz offiziell. Und Ethnie, der bricht das Grundgesetz nach Paragraph 1, steht im Verfassungsschutzbericht 21, wird auch immer wieder gesagt. Sagst du, Deutschland hat was mit Ethnie zu tun, bist du quasi automatisch rechtsextrem. Ich möchte einfach nur mal daran erinnern, dass das die offizielle Lesart ist. Nützt uns gar nichts, dass das in anderen Ländern ganz anders gesehen wird. Gut, also von daher Gerichtsverfahren für die Volksverräter finde ich auch gut. Natürlich ist es aber völlig rechtsradikal, weil es gibt ja kein Volk und damit natürlich auch keine Volksverräter. Wie gesagt, das wissen wir von Herrn Habeck und der führt uns ja. Das wissen wir ja. Also wenn er nicht gerade mit der Fähre irgendwo hinfährt, weil er nicht an Land kommt. Andere Redner kritisieren die Corona-Politik. Nein, verdammte Schwurbler, da haben wir es wieder. Wahrscheinlich sind auch Querdenker dabei. Die Penner mit ihren ganzen verdammten Falschaussagen, ja, die sich jetzt zwar alle bestätigt haben über die EMA, aber sind trotzdem Schwurbler, wissen wir ja. Deshalb überlegen wir ja auch, ob Nena noch irgendwo hin darf, ja. Obwohl Nena zu den Schwurblern gehört, die ja recht hatten. Aber das ist egal. Die Mehrheit müsste ja ihre Fehler anerkennen, sozusagen, die sie gemacht hat. Also sind es einfach weiter Schwurbler und die Realität wird einfach ignoriert. So läuft das in Deutschland. Na gut, andere Redner kritisieren Politik, hetzen gegen Asylbewerber. Ja, das kann man auch. Hetzen ist immer so ein böses Wort. Ich glaube, es ist eher Kritik dagegen, dass die Leute hier voll abfegen und der normale Bürger sich dumm und dämlich zahlt und dann immer mehr Steuern aufgebrummt bekommt. Was ja übrigens genau das ist, wo die Bauern keinen Bock drauf haben. Genau das ist ja der Knackpunkt. Loben die AfD nicht zu fassen. Diese AfD. Ist für eine direkte Demokratie, ist für Volksabstimmung, hat sich gegen die Einschränkung der Corona-Pandemie stark gemacht. Furchtbar undemokratischer Haufen. Geht gar nicht. Rechte Souvenirs werden verkauft. Was sind denn rechte Souvenirs? Auf geschmacklosen Aufklebern ist zu lesen, Grüne an die Ostfront. Ich finde es ganz lustig, weil die Grünen sind die größten Kriegstreiber. Also, das ist jetzt also nicht mehr Satire, sondern ein rechtsextremes Souvenir. Verstehe. Also wir merken auf jeden Fall, alles ist rechtsextrem. So, in der ersten Reihe unter dem Banner in Freien Sachsen marschierten auch die Rechtsextreme. Da ist es wieder, ne? Alles ist rechtsextrem. Ex-Mann Andreas Kalbitz, 51 aus Brandenburg mit. Kurze Frage, wer legt fest, ob ich rechtsextrem bin? Gibt es da irgendwie so ein Ranking, so eine offizielle Seite? Woher weiß man, dass jemand rechtsextrem ist? Kann man da in den Kopf reingucken oder wie ist das? Gibt's, also es würde mich schon interessieren, wer das eigentlich festlegt. Na gut, nach Erkenntnissen des Verfassungsschutzes war Kalbitz Mitglied der seit 2009 verbotenen neonazistischen heimattreuen deutschen Jugend. Ich habe keine Ahnung über den Verein, aber das war 2009. Können sich Menschen ändern? Ich glaube ja. Es sei denn, es sind so rechte AfD-Wähler, dann natürlich nicht. Dann hier, M. Kretschmer, schuldig. Plakate bei der Demonstration in Dresden zeigen Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer in Sträflingskleidung. Ich kann euch persönlich sagen, von jemandem, der bei der Pegida war,
Scheiße, bin ich rechtsextrem. Ja, aber ich war bei der Pegida und da gab es die Dinger damals schon. Ja, man tauscht natürlich die Gesichter aus, aber alle, die sich nach Meinung einiger Leute was zu Schulden kommen lassen, die kriegen dann Sträflingskleidung. Ist eine legitime Form des Protestes und ein bisschen vielleicht überspitzt. Kann man aber, finde ich, in der Demokratie machen, meiner Ansicht nach. Und im Vordergrund die Sachsenflagge ist natürlich auch total rechtsextrem. Sachsens Landsbauernpräsident Thorsten Krawczyk zu Bild. Die Freien Sachsen wollen mit ihren Umsturzfantasien unsere Aktion untergraben. So werden unsere Proteste in Misskredit gebracht und seitens der Ampel unsere Proteste in die rechte Ecke gestellt. Entschuldigung. Gleich zwei Sachen, Herr Krawczyk. Wo steht, dass die Freien Sachsen Umsturzfantasien haben? Steht bei denen auf der Seite, wir wollen den Staat stürzen? Würde mich mal interessieren, wie man drauf kommt. Hätte ich auch gerne schon irgendwie belegt. So, dann, so werden unsere Proteste in Misskredit gebracht und seitens der Ampel unsere Proteste in die rechte Ecke gestellt. Warte mal. Das sind doch jetzt nur Teilleute, die bei eurem legitimen Protest mitlaufen. Das heißt, die sind jetzt schuld, dass die Ampel das in die rechte Ecke schiebt. Denk mal drüber nach, Junge. Denk mal ein bisschen drüber nach. Ist es nicht so, dass die Ampel das miterkennen könnte? Müsste die Ampel da nicht differenziert sein? Nein. Wenn die Ampel euch in die rechte Ecke stellt, dann tut sie das aus einem Grund. Weil sie euren Protest, der legitim ist, kriminalisieren will. Das ist doch aber nicht die Schuld dieser Leute, sondern die Schuld einer böswilligen Ampel. Also wenn du dich schon beschwerst, dann noch an der richtigen Stelle. Patricia Wernholz, Sprecherin des Landesamtes für Verfassungsschutz zu Bild. So ist es in keiner Weise überraschend, dass sich Rechtsextremisten, da haben wir es wieder, ne? Und Delegitimierer, da ist es jetzt, erinnert euch dran, was ich damals gemacht habe über Verfassungsschutzbericht 21, Delegitimation des Staates. Das war das Sammelbecken für alles, was staats- oder politikkritisch ist, zu verunglimpfen, ne? Also, dass sich Rechtsextremisten und Delegitimierer nun auch auf die aktuellen Proteste der Landwirte aufschwingen. Den Extremisten geht es im Kern nur darum, Zukunftsängste der Bevölkerung weiter zu schüren und das Vertrauen der Bevölkerung in die Demokratie und ihre Institutionen grundlegend zu erschüttern. Also, das ist erstmal eine Behauptung, ne? Und dass das hier Extremisten sind, ist ja auch eine Frechheit. Also, wenn Leute demonstrieren gehen, finde ich das eigentlich nicht so extremistisch, sondern sehr demokratisch. Extremismus hätte eher was mit Gewalt zu tun, das machen die Leute ja gar nicht, Gott sei Dank. Die Zukunftsängste der Bevölkerung weiter zu schüren, ja, ist das so? Und das Vertrauen der Bevölkerung in die Demokratie und ihre Institutionen grundlegend zu erschüttern. Komisch, wenn ich dran denke, so AfD und so, die wollen immer eine bessere Demokratie. Die sagen aber nicht, sie wollen die Demokratie abschaffen. Steht doch nicht in deren Parteiprogramm. Also vielleicht ist es auch einfach so, dass Leute Zukunftsängste haben und sie aufgegriffen werden zu Recht. Ja? Und es ist immer diese Behauptung, die Leute wollen alle die Demokratie abschaffen. Das wird ja auch immer der AfD vorgehalten. Das ist halt totaler Quatsch. Da muss ich die Leute immer fragen, wo zieht ihr das her? Steht nicht im Parteiprogramm, sagt auch, es stellen sich auch nicht alle AfD-Leute, die Weidel stellt sich auch nicht hin und sagt, ich möchte die Demokratie abschaffen. Ja, der Gauland macht das auch nicht. Also wo habt ihr das her? Oder könnte es sein, dass es einfach Systempropaganda ist? Dann hier der AfD-Landtagsabgeordnete Udo Stein, 39, bei der Bauernkundgebung in der Stuttgarter Innenstadt. Also hier werden wieder die AfD-Leute als die bösen Rechtsextremen gebrandmarkt. Das ist so, so als wäre zwischen AfD und NSDAP so überhaupt gar kein Unterschied mehr. Leute, die sind bei fast 40% in der Wahlbeteiligung. Hier komplette Bevölkerungsgruppen zu verunglimpfen, ist äußerst undemokratisch. Und die alle als rechtsextrem zu bezeichnen. So, auch in Stuttgart wurde der Bauernprotest von der AfD genutzt. Ja, vielleicht, weil einfach die Ziele die gleichen sind und weil die AfD das die ganze Zeit sagt. Entschuldigung, aber die AfD kritisierte die ganze Zeit diese Dinge. Ich bin jetzt kein Vertreter der AfD. Ich bin auch nicht in der Partei. Nichtsdestotrotz halte ich denen zugute. Die kritisieren ja die ganze Zeit schon solche Dinge. Jetzt kommen die Landwirte und machen das Gleiche. Die AfD war ja wohl mal zuerst da. Und jetzt soll die AfD also wegbleiben und darf das dann nicht mehr, weil die Bauern jetzt mit den gleichen Zielen protestieren? Oder wie? Was ist das für eine Logik? Also mal ganz ehrlich. Demonstrieren ist ein Grundrecht, das dürfen alle. Ja, auch AfD-Mitglieder. Na gut. Und jetzt wird hier natürlich versucht, diesen Landtagsabgeordneten Udo Stein zu diskreditieren. Hier steht, in dessen Landtagsbüro Munition und ein Jagdmesser gefunden wurden. Mischt sich unter die Landwirte. Ja,
Wenn er vielleicht Jäger ist, wäre ein Jagdmesser und Munition vielleicht ja eventuell auch irgendwie nicht ganz so ungewöhnlich. Okay, du musst Munition, glaube ich, wegschließen. Aber das ist ja so ein Ding, da weiß man gar nicht, worum es geht, wie es gelaufen ist, aber es wird erstmal direkt ausgeschüttet, damit der Udo Stein hier auf jeden Fall als gefährliche, ne, gefährliche Nazi-Sau dargestellt wird, die irgendwie wahrscheinlich auch morgen gleich mit dem Gewehr losläuft und so. Ne, so wird es doch dargestellt hier. Dann hier, Deutschland braucht Neuwahlen. Ist ja unfassbar rechtsextrem. Unglaublich. Wie kann man das fordern bei einer völlig korrupten und unfähigen Regierung? Geht ja gar nicht. Gut, Chaos auf die Straßen. Dann kommt bla 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 bla. Ist der Landwirt tot? Gibt es kein Brot? Das ist voll rechtsextrem. Ich kritisiere das, ich prangere das an. Ja? Das geht natürlich überhaupt nicht. Ich erinnere nur noch an Sachen von Anthony Lee, der gesagt hat, der Proteingehalt im Weizen, wenn ich nicht irre, ist wichtig. Wenn wir nicht düngen dürfen, kann man kein Brot mehr backen. Also, um das nochmal aufzubringen, aber da guckt ihr einfach mal direkt bei Anthony Lee. So, was haben wir noch hier? Bla bla bla. Hier wird es beschrieben, wer irgendwo hinfährt. Das ist nicht so direkt rechtsextrem, wenn man es genau nimmt, dass man irgendwo im Auto hinfährt. So, ach so, eine Sprecherin der Polizeidirektion West sagte, die Straßensperren mit Traktoren an Bundesstraßen würden immer mal wieder geöffnet, um den Verkehr fließen zu lassen. Man muss auch bedenken, dass Kinder und andere Leute bei Minusgraden an der Bushaltestelle stehen. Wenn der Bus da nicht mehr durchkommt, ist das problematisch. Das hat dich bei den Klimaklebern doch auch nicht interessiert. Bei den Klimaklebern war es doch okay. Warum ist es denn hier jetzt auf einmal anders? Das ist ja interessant, weil es noch nicht kalt genug war, als die Klimakleber da waren oder was. Ich glaube nicht, dass er mit der Begründung durchkommt, ganz ehrlich. Das hat doch vorher keine Sau interessiert. Wenn ich die Klimakleber wegräumen wollte, ist die Polizei mir noch auf den Pelz gerückt. Du warst nicht strafbar. So ist es gelaufen. Und jetzt auf einmal, ja, die stehen ja an der Bus. Und die Kinder müssen an der Bushaltestelle warten. Unmöglich. Ja, Alter, ihr seid so unfucking fassbar verlogen. Es ist unglaublich, echt, wirklich. Gut. Was haben wir hier noch? Bla 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 bla. Zivilisierter Protest. Wo ist hier noch was Rechtsextremes? Irgendwie nicht so. Logistik eines Kampfes und Rückstau, sagt er. Gut. Bla 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 bla. Wie gesagt, hier dann ja, eventuell strafbar und so. Wie gesagt, hatte ich bei den Klimaklebern auch nicht interessiert. Die haben selbst den Flughafen gestürmt. Ja? Also kommt mich hier nicht mit solchen Vergleichen, Leute. Ihr macht euch ganz, ganz, ganz lächerlich damit. Ne? Ganz lächerlich. So, ja, dann gibt es hier auch noch Verzögerungen bei den Warenlieferungen. Ja, hat euch bei Corona auch nicht interessiert. Ja, also von daher, ganz ehrlich, halte mein Bein flach bei der Bild. Bei den Blockaden kam es auch zu einzelnen Zwischenfällen, weil Autofahrer versuchten, doch an den Sperren vorbeizukommen. Dabei gab es auch drei Unfälle. Ein Autofahrer habe mit seinem Wagen etwa versucht, durch die Absperrung zu kommen und Leute wegzuschieben. Eine Person sei leicht verletzt worden. Das ist jetzt die Schuld dieser verdammten Rechtsextremen. Der konnte ja nichts dafür. Na, das hat er irgendwie die versucht hat, illegal rumzufahren. Das sind Einzelfälle, bla 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 bla. Schön, ja, okay. In München hat die AfD Demo 14 Uhr, okay. Also, ihr seht, das hier ist schon echt ganz peinlich. Das ist wirklich richtig, richtig peinlich, was hier läuft. Dass sie sich eigentlich nicht schämen, bei der Bild so ein Ding zu machen. Aber das Schlimme ist ja, das lest ihr ja überall. Das macht ja nicht nur die Bild. Ihr seht, also, das ist eine Systempresse. Es gibt überhaupt kein Interesse an einer kritischen Berichterstattung. Hier wird nur drauf gebasht und ihr seht, rechtsextrem, rechtsextrem, rechtsextrem. Na? Und Umsturzfantasien. Das ist wirklich, das ist peinlich, ja? Sowas machen Systeme in ihrer Endzeit kurz bevor sie kollabieren. Ja? Das ist wirklich so Honecker-Sprech, ne? Kurz vorm Ende. Also, liebe Leute, bitte geht da mit Augenmaß ran. Guckt euch das bitte differenziert an. Das heißt nicht, dass alles in Ordnung ist, was da gemacht wird. Aber geht da mal differenziert ran. Mit ein bisschen Menschenverstand, ja. Und wenn das hier das Beste ist, wie kein Krieg, ja, und Volksvertreter, wenn das das Beste ist, was ihr an rechtsextremen Sachen gefunden habt, liebe Freunde, ey. Also da muss ich mich auch schon wirklich wundern. Also auch hier, ich darf nochmal ganz kurz. Da ist eine Deutschlandflagge, Sachsenflaggen, ja, und die hier. Da ist nichts verboten von. Ich sehe auch nicht irgendwie ein Hakenkreuz oder sonst was. Im Gegenteil, was haben wir denn da hinten? Wisst ihr, was das ist? Das ist eine Widerstandsflagge gegen Hitler. Ja, nur mal, um es nochmal aufzugreifen, ne? Das ist nämlich eine Stauffenbergflagge. Also von daher, so viel zu ganz böse Rechtsextremen, ne? Und das hier, dass jemand das hier trägt, weil er das Kaiserreich vielleicht gut findet oder sonst was,
Das ist nicht strafbar, es ist nicht bösartig und es ist auch nicht rechtsextrem. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr meint. Teilt das Video. Wir sehen uns bald wieder, wenn es wieder was Neues gibt. Und es wird die nächste Zeit was Neues geben. Ich sag's euch. Da kann noch eine ganze Menge passieren. Und die Regierung ist wie ein in die Enge getriebenes Tier. Die werden es einfach in alle Richtungen wild zurückbeißen. Das wird wahrscheinlich sehr peinlich. Vielleicht aber auch für die Demokratie sehr gefährlich. Dass die Gefahr hier ausgeht für die Demokratie, ist sicher. Ich glaube aber eher, die Gefahr für die Demokratie geht nicht von den Protestierenden aus, eher von der Regierung. Ups, bin ich jetzt ein Delegitimierer des Staates? Schreibt es mir in die Kommentare. Wir sehen uns. Auf bald.